There's nothing like us. There's nothing like you and me. Together. Tag, Kinders, und schönen Valentinstag euch allen. Woo! Heute zu Valentinstag haben wir uns mal gedacht, wir machen mal eine coole Special-Ausgabe von einem Boyfriend-Tag. Und zwar beantworten wir Fragen über unsere Beziehung im Allgemeinen und haben das dann einfach mal das Valentinstags-Video genannt. Weil an diesem Tag, am Valentinstag, geht es ja um die Liebe, geht es um die Herzlichkeit und geht es um unsere Beziehung auch. Soll ich dir auch noch einen Strauß Rosen schenken später? Bitte. Ich habe euch gefragt, was ihr so mal über unsere Beziehung wissen wollt, und jetzt werden wir euch mal ein paar von diesen Fragen beantworten. Und da fangen wir auch mal direkt an. So, die erste Frage kommt von der Anna Glöckner und die lautet wie folgt. Was macht euch am glücklichsten in eurer Beziehung? Mit dir zusammen zu sein und viel Spaß zu haben und... Ja, nee, ich glaube, das ist einfach so, dass man immer einen Menschen hat, auf den man sich verlassen kann, oder? Ja. Dass man halt immer zusammen ist und dass man halt immer weiß, da ist jemand, egal was ist, der ist für dich da. Und einfach immer zu jemandem gehen zu können, mit dem man kuscheln kann, mit dem man auch zusammen schön Pipi machen kann, zusammen auf dem Klo. Nee, so dieses, einfach dieses, dieses einen da haben, wenn es brenzlig wird, einen da haben, wenn man mal ein bisschen Küsschen braucht, oder? Ja. Der liebe Tim Friday fragt, habt ihr irgendwie sowas wie euer Lied oder etwas, was euch an eure Beziehung erinnert? Wir haben halt unsere eigene Sprache, ne? Ja, die ist zu krass. Ja, wir haben unsere eigene T-Sprache, aber die wollen wir heute nicht. Also ihr kennt das bestimmt, wenn ihr mit jemandem zusammen seid, dann habt ihr immer so eine komische Sprache. Die haben wir halt, die uns immer an uns erinnern wird. Irgendwelche Sendungen oder so. Shameless? Eine Sendung, die wir nur zusammen gucken. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Also wenn da einer die alleine guckt, dann gibt es immer Ärger. Deswegen gucken wir die immer nur zusammen. Ne? Die haben wir zusammen. Und ein Lied, lass ich mir überlegen, haben wir irgendein Lied? Ja, gegen den Rest der Welt. Ja, aber das ist ja ein Lied von dir. Das ist ja nicht so... Aber unser Lied, so haben wir irgendein Lied, was wir... Ich weiß eins. Skrillex. Von... Oh, das ist ja ein super Lied. Aber das ist unser Lied. Diese wir haben unser Lied ist das Skrillex, super. Und natürlich, you are my special little lady, you drive me crazy. Aber das ist auch wieder ein Lied von uns, aber ja, das Skrillex-Lied, würde ich sagen, oder? Meinst du? Ja. Boah, da gibt's aber viele Lieder dann. Ja, aber dieses Skrillex-Lied, das ist schon so ein Teil. Verbindet dich das mit mir, diese Aggressivität? Das ist doch kein aggressives Lied. Klar. Kaum aggressiv. Nee, ja, aber dieses Skrillex-Lied, das ist doch... Denkst du an mich? Scream and Monsters, oder wie hieß das? Monsters and... Scary Monsters. Scary and Monsters? Scary Monsters. Bist du sicher? Ganz sicher. Alina Bremer fragt, wie würdet ihr reagieren, wenn der jeweils andere euch einen Heiratsantrag machen würde? Boah, ich weiß gar nicht, wie ich da reagieren würde. Aber als ob ich dir einen Heiratsantrag... Ja, aber angenommen, du würdest es machen. Oder angenommen, ich würde dir einen Heiratsantrag machen. Wie würdest du da reagieren? Wie reagiert man? Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich noch nicht heiraten will und noch nicht weiß, ob ich mein Leben lang irgendwie so... Weil Heirat ist ja... Das! Was? Nein, aber Heirat ist ja sowas, da ist man so gezwungen irgendwie zusammen. Ja, ich finde das auch voll, das muss nicht sein, ehrlich. Also das Einzige, was bei einer Heirat einfach so gut ist, ist einfach das meistens wegen den Steuern. Ich schwöre, die meisten Leute heiraten einfach wegen den Steuern, weil die Steuern dann günstiger sind, also weniger sind. Und oder wenn so ein Typ aus Thailand kommt, das ist ein Zwangsheirat. Ja, damit man eingebürgert werden kann. Ich finde heiraten schön, aber ich finde es nicht nötig. Ich finde, wenn man ein Kind hat... Nein, aber es geht ja darum, wenn ich dich jetzt... Angenommen, ich würde jetzt wirklich zu dir kommen und sagen, Agi, wir beide sind jetzt schon ein paar Jahre zusammen. Ja. Ich habe gemerkt, dass die Liebe zu dir immer größer wird und ich will mich noch fester an dir binden, indem ich dir ein... Goldring von Dior. Nee. Okay, doch. Nein, Goldring. Von Tiffany, aber ein Silberring. Ein Silberring von Tiffany. Hier drum stülpe, willst du meine Frau werden? Ich würde dich dann erstmal fragen, ist das dein Ernst? Also aber die Reaktion ist scheiße für mich dann, wenn ich es wirklich ernst ja, meine. Ja, aber ganz ehrlich, ich weiß doch, wie du darüber denkst. Und wenn du dann auf einmal so plötzlich so... Ja, okay, aber wenn du mich fragen würdest, ich würde... Also meine erste Reaktion wäre... Timo, wir kennen uns schon so lange. Ja, bitte. Ich liebe dich so sehr und ich trage ein Kind von dir in meinem Bauch. Oh, das ist natürlich...
Das ist ja natürlich jetzt eine missliche Lage. Weiter. Möchtest du mein Mann werden? Du Absicht. Ich bin doch kein Mann. Okay. Nein, ich will dein Junge werden. Ja, ich ganz ehrlich, ich wüsste nicht. Ich glaube, in diesem Zeitpunkt will man einen auch nicht verletzen. Deswegen würde man sagen, jein. Ich weiß doch, ich bin weg. Aber weißt du noch, wurde mir so ein Fake-Heiratsantrag bei deiner Familie gemacht, dass alle voll geschockt waren. Weißt du das noch? Ja, ja. Und dann so, oh mein Gott. Und so, die haben das alle voll geglaubt. Ja, ich habe einmal so einen Fake-Heiratsantrag gemacht und alle so, oh mein Gott. Und ich so, und dann, was habe ich dann gesagt am Ende? Spaß. Tut das der Beziehung gut, dass ihr ein bekanntes Pärchen seid? Ja, also Unterschied, es ist natürlich schwer, also ich will mal ein Beispiel nehmen. Jetzt zum Beispiel, vor kurzem habe ich ein Foto mit Kylie Minogue gemacht. Da war ich schon mal sehr verdutzt, sowieso, dass es wirklich Leute gibt, die Kylie Minogue nicht kennen. Und noch krasser war ich verdutzt, dass Leute dachten, ich hätte was mit Kylie Minogue. Ja. Und wäre jetzt statt mit Dagi mit Kylie Minogue zusammen. Da frage ich mich immer, hä? Das sind dann so Dinge, wo ich irgendwie, aber okay, unsere Beziehung tut das jetzt nichts. Wir beide lachen dann darüber und denken, wie blöd können die Menschen sein, zu glauben, dass ich was mit einer 47-Jährigen habe. Kylie Minogue, einem Weltstar, die mich nicht mal mit dem Arsch angucken würde normalerweise. Und ich mit Dagi schon 3 Jahre zusammen bin fast. Also, das sind so Dinger, so, natürlich tut das unserer Beziehung, aber das ist für die Leute, die außen stehen, wenn die sowas denken, ist das natürlich blöd, aber uns wurde jetzt auch in letzter Zeit oft vorgeworfen, wenn mal irgendwie, wir irgendwie vor lange keine Instagram-Bilder mehr zusammen gemacht haben, ja, ist das alles okay bei euch, wieso macht ihr keine Bilder mehr zusammen? Ja, weil wir manchmal vielleicht irgendwie gar nicht die Zeit haben oder uns gar nicht so oft sehen, wenn ich in London unterwegs bin, sie in Berlin unterwegs ist und so, also man kann sich auch nicht irgendwie jeden Tag sehen und jeden Tag darüber schreiben, wie toll die Beziehung von uns beiden ist. Ja, und viele haben sich auch darüber beschwert, dass wir nicht öffentlich miteinander schreiben, da dachte ich mir auch, ja. Da muss auch irgendwas Privates dabei sein. Ja, natürlich. Wir sind sehr offen mit unserer Beziehung und wir sind auch gerne offen mit unserer Beziehung und es macht uns auch Spaß, so ein Vorbild für andere Beziehungen zu sein. Aber es gibt Sachen, die will man dann immer noch für sich behalten und es gibt Sachen so, wo ich mir denke, übertreibt doch nicht, weil ich ein Foto mit einer Kylie Minogue mache, bin ich doch jetzt nicht mit der zusammen. Und ey, das ist so unglaublich bescheuert. Oder dass ihr irgendwie euer Leben davon abhängig macht, ob wir noch zusammen sind oder nicht. Ja. Also wir sind nicht eure Welt. Natürlich sind wir Vorbilder für euch und ihr bewundert uns für das, was wir machen. Das ist normal. Hatte ich auch. Ich hatte auch meine Stars und so weiter. Aber ihr müsst nicht denken, dass wir das perfekte Pärchen sind, dass wir die perfekte Beziehung haben und dass wir uns jeden Tag sehen. Das ist nicht so. Mhm. Und auch wenn es dann für euch so rüberkommt, als wär unsere Beziehung im Arsch und wir halten die nur aufrecht wegen YouTube, ist alles völliger Quatsch. Wenn wir keinen Bock mehr aufeinander hätten, dann würdet ihr das schon direkt mitbekommen und werdet ihr, glaube ich, die Ersten, die irgendwie darüber informiert werden. Weil wir spielen ja auch nichts vor, das ist ja auch Quatsch. Stellt euch mal bitte vor, ich würde einen Jungen küssen, den ich gar nicht liebe. Das ist doch voll. Nee. Nee. Wir führen einfach eine ganz normale Beziehung. Für euch kommt unsere Beziehung immer so wertvoll und so perfekt vor. Aber wir haben auch eine ganz normale Beziehung wie jedes andere Pärchen da draußen. Wir streiten uns, wir zicken uns an, wir haben uns Spaß zusammen, wir sehen uns mal öfters nicht. Das ist alles ganz normal. Also macht euch da bitte keinen Kopf. Danke! Das war jetzt mal eine ausführliche Antwort. Anna Weinrussius fragt, ab wann kann man es richtige Beziehung nennen? Also direkt nach dem Zusammenkommen, nach ein paar Wochen, Monaten etc. Also ich finde, eine Beziehung kann man erst Beziehung nennen, wenn man wirklich erst so ein halbes Jahr zusammen ist, finde ich. Also so eine Beziehung, weil zusammen sein kann man auch nach einer Woche so. Verstehst du, was ich meine? Ja, natürlich. Aber wann kann man es wirklich Beziehung nennen? Ich finde, wenn man mehrere Lebenslagen schon erlebt hat von dem Partner und den Partner einfach auch schon in- und auswendig kennt und so, dann könnte ich eigentlich, würde ich es Beziehung nennen, so. Ich kann es auch gar nicht so gut erklären, also. Also ich würde es Beziehung nennen, wenn man sich für den anderen aufopfert. Wenn man Sachen für den anderen macht, die einem vielleicht nicht so sehr gefallen, aber es macht, weil man ihn liebt. Oder ich würde sagen, wenn es sich irgendwie gefestigt hat, würde ich es eine richtige Beziehung nennen. Es gibt ja immer diese 3-Wochen-Beziehung und ich war mit denen und dem zusammen. Das sind für mich keine Beziehungen, weil Beziehungen, ich weiß, es kommt ja auch von Beziehungen. Man hat einen Bezug zu einem. Ja, man hat einen Bezug zu einem und man kann ja keinen Bezug zu einem haben, wenn man sich 3 Wochen kennt. Ja.
Deswegen, wenn man den Bezug zumjenigen ausgereift hat, genau, dann ist es eine Beziehung. Und ich finde auch, man sollte es nicht übertreiben mit dem Posten, wenn man eine Woche zusammen ist, direkt posten, oh mein Gott, ich liebe dich so sehr, du bist so toll, bla bla bla. Erstens ist es total peinlich, wenn das dann wirklich sehr schnell zu Bruch geht, und zweitens ist das einfach, dann lügt ihr euch doch selber an, wenn ihr dann irgendwie groß rumprallt, oh ich liebe dich und so bla bla bla, weil das geht nicht nach einer Woche. Nancy Zuber fragt, was sind eure gemeinsamen Interessen? Ich glaube Mode, beziehungsweise Klamotten. Ja. YouTube an einem allgemein. Ja, das sowieso. Und Essen sind unsere gemeinsamen Interessen. Steak, also wir essen immer den ganzen Tag eigentlich nur. Tierbilder! Wir haben Tierbilder gemeinsame Interessen. Wir sammeln, ich weiß nicht, ob ihr auch so seid oder so, ob ihr euch gerne immer Tierbilder sammelt auf eurem Smartphone. Ey, ich habe bestimmt ungelogen 800 Tierbilder auf meinem Handy und wir schicken die uns dann immer gegenseitig per WhatsApp, und wer die süßeren Bilder hat, und dann kommt immer dieses, oh, guck mal, er hier, oh, süß. Also Tierbilder sind wir schon richtige Fans von. Ja. Ich glaube, das ist die größte Gemeinsamkeit, die wir haben, sind süße Tierbilder. Geil, aber Tierbilder sind doch geil. Ich liebe Tierbilder. Aber auch erst so seit einem halben Jahr oder so. Das war gar nicht, ne? Nee, das hat dann irgendwie angefangen. Sie wollte immer unbedingt einen Pomeranian haben. Und dann fing das so an, dass wir uns nur noch Tierbilder geschickt haben. Ja. Jetzt sind wir nicht nur bei Hunden, wir sind bei Katzen, wir sind bei Tiger, wir sind bei Löwen, alles. Wir sind bei Elefanten, wir sind bei Fledermäusen. Alles, alles. So geil, ey. Also, die perfekte... Der perfekte Tipp für eine Beziehung sind, sendet euch gegenseitig Tierbilder. Egal welcher Streit ist, ob ihr richtig abgefuckt aufeinander seid, sobald jemand von euch beiden ein süßes Tierbild schickt. Wie das eine Instagram-Bild hat. So ein Screenshot gemacht, wo wir irgendwie ein bisschen rumgebieft haben, und dann habe ich ihr ein süßes Tierbild geschickt, die so, bestech mich nicht mit süßen Tierbildern. So geil, ey. Also Tierbilder sind... ein Erfolg für jede Beziehung. Wirklich, ich glaube wirklich, wenn man so Streit hat und dann so ein Bild kommt, dann direkt so, wenn du so ein süßer Affe ist, ja so, oder so ein Pomeranian. So ein Otter. So ein Otter. Da ist alles gerettet. Kathi Schäfer fragt, Timo, welche Haarfarbe gefällt dir besser an Dagi? Das Braun vom Frühjahr oder das Blond? Ich finde ja das Braun. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Also eigentlich das Blond, obwohl ich jetzt Braun auch nicht scheiße fand. Du hattest auch mal so ein rötliches Braun. Ja. Das war auch ganz cool. Ja. Aber ich muss doch sagen, das Original ist immer noch blond. Die blonde Dagi ist das Original. Weil sie ist ja auch eine Biene. Und Bienen sind ja gelb, schwarz, gestreift. Ziemlich rot, ja. Vielleicht müsstest du dir noch ein paar schwarze Streifen machen, dass du ein Bienenmuster hast. Und dann bist du perfekt. Nein, blond ist meine Lieblings... Ich bin ja sowieso immer... Also wenn man sich mal meine Ex-Freundin anguckt... Mhm. Waren alle durchgehend blond, außer eine. Außer. Ne? Das war auch keine Beziehung. Ja, okay, das war auch keine richtige Beziehung. Aber, also meine richtigen festen Ex-Freundinnen waren alle Blondinen. Du bist doch eigentlich der Erste, der so klein ist wie ich. Sonst hatte ich auch immer so Riesen. Ja, ich kann mich doch nichts für. Aber ich liebe dich. Ich dich auch. Das darf ich nicht hören. Julina Schulze fragt: Wart ihr schon mal so weit, dass ihr Schluss machen wolltet? Ja, waren wir schon. Schon öfters sogar, ne? Ja. Locker 3-4 Mal, wenn es einfach zu viel wurde, wenn man sich richtig gebieft hat, einfach so, wenn man einfach das von dem anderen so angekotzt war, und deswegen nochmal eben, wir sind kein perfektes Paar, bitte denkt nicht, bei uns läuft alles super, das scheint nach außen vielleicht so, weil welcher Mensch oder welches Pärchen trägt nach außen die negativen Sachen, aber es war schon öfters mal so, dass wir uns gesagt haben, es geht einfach nicht mehr, du fuckst mich so ab, verpiss dich, du olle Fritte. Aber wir haben uns dann wieder zusammengerafft und die Liebe hat am Ende immer wieder gesiegt. Ja. Aber wir hatten natürlich schon öfters mal vor, Schluss zu machen. Das könnt ihr euch aber von der Backe schmieren. So, und die letzte Frage kommt von der Gina Chinchin. Wo wollt ihr das nächste Mal zusammen Urlaub machen? Und ich habe gesagt, entweder in Afrika, in Namibia, beim T-Zone, in der hier Safari-Tour mäßig. Oder nach Ägypten, oder nach Dubai. Oder nach Hawaii. Oder nach Hawaii, oder auf die Malediven. Ja. Auf jeden Fall was in einem anderen Kontinent. Da haben wir auch gerade noch drüber geredet, ne? Genau, haben wir noch im Auto drüber geredet. Aber wir denken mal, dass wir wahrscheinlich nach Namibia mit dem T-Zone, mit der ganzen Gang gehen werden. Und dann werden wir richtig Spaß haben und dann nehmen wir euch auch mit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, und falls ihr Bock habt, dass wir auch mal wieder einen ganz normalen Boyfriend- und Girlfriend-Tag machen, dann lasst uns einfach einen Daumen nach oben da, und dann machen wir in naher Zukunft
Vielleicht mal in einer neuen Light About Love Folge, weil die kam jetzt schon 3 Wochen nicht mehr. Oh, oh, oh. Machen wir mal einen neuen Boyfriend-Tag. Habt ihr Bock drauf? Lasst dem Video einfach einen Daumen hoch da. Und wenn euch das Video sowieso gefallen hat, einen Daumen hoch, macht immer Spaß. Rechts von mir kommt ihr jetzt zu meiner neuen Bravo-Analyse. Die habe ich heute auch gedreht und werde sie jetzt gleich schnell schneiden, damit ich heute, heute beides raushauen kann. Es wird jetzt auch alles gleichzeitig hochkommen. Und links kommt ihr zu Dagis Valentins Make-up. Get ready with me. Get ready with me Valentinstag, oder was? For Valentine's Day. Ich mach mich da hübsch für dich. Ja, okay, super. Schaut hier rein und schaut in die Bravo-Analyse und wir sehen uns dann, was haben wir heute, Freitag? Sehen uns am Sonntag hoffentlich bei einer neuen Light About Love-Folge. Ich muss mir noch ein neues Thema einfallen lassen, weil momentan langweilt mich das Thema irgendwie. Und ich will euch keine langweiligen Videos da bieten. Deswegen schauen wir mal, ob wir uns entweder Sonntag oder Dienstag treffen, weil Dienstag kommt ja immer irgendwas. Und ciao!